Und bitte. I'm trying to fall back on my thesis, but it all seems so false, so contrived. I took a look at my notes, and in the middle of my mess, I came across a photo of Raphael's fresco, the big winged elephant. Stefan, Vögel hatte ja im Herbst 2019 Premiere in der Bühnenversion. Und jetzt befinden wir uns hier in einem Filmset. Wie ist das für dich? Merkwürdig, weil das natürlich nicht so gedacht gewesen ist, dass das irgendwie mal verfilmt werden sollte oder auch abgefilmt werden sollte. Das ist ja ein Theaterstück. Und wir arbeiten hier irgendwie jetzt in den dunkelsten Lockdown-Zeiten vor leerem Zuschauerraum. Das ist erstmal bizarr. Kann doch ein bisschen diese Betroffenheit noch ein bisschen stärker wieder werden, so ein weißer Elefant, also, ja. Am Ende dann? Ja. So, hey, freu dich doch für den Elefanten und raus. Ja, ja. Ja, ja. Freu dich halt für den Elefanten. Aber freu dich doch, ja, ist doch was Schönes. Die Leute haben ja Spaß an dem Elefanten. Genau. Man muss dazu sagen, dass das Stück ja schon grundsätzlich, sagen wir mal, naturalistisch oder sehr psychologisch realistisch angelegt ist, auch die Spielweise. Das heißt, das eignet sich erstmal, glaube ich, für die Kamera ganz gut, weil es nicht so diese Künstlichkeit hat, die ja im Theater manchmal ganz toll sein kann, aber dann in der Kamera so merkwürdig ist. Also wenn Leute sehr übertrieben spielen oder so. Jetzt vielleicht besteht die Arbeit da drin, es eher noch echter zu machen, dass die Schauspieler noch mehr bei sich sein können, weil ja die Kamera bei ihnen ist jetzt und sie nicht so bis zur letzten Reihe senden müssen. Ja, ansonsten versuchen wir aber jetzt auch nicht ein Fernsehspiel draus zu machen, sondern es soll ja die Inszenierung bleiben, ja? Die gewissermaßen das Material liefert, was wir jetzt abfilmen, woraus wir dann wieder etwas Drittes machen. Also man sieht sich ja immer vor die Frage stellt, wir machen keinen Film, wir wollen aber auch keinen Mitschnitt machen, wir wollen auch keine Aufzeichnung machen. Also was wollen wir machen? Wir wollen ein Theaterstück filmisch umsetzen. Eigentlich gibt es dafür, für mich gibt es kein richtiges Wort dafür. Ich suche danach, oder wir suchen eigentlich danach, plus wir suchen jetzt gerade nach einer Form, wie man sowas wirklich spannend und interessant auf so ein 16:9 Quadrat bringen kann. Und Teil unserer Idee ist es gerade eben, dass wir mit relativ vielen Kameras arbeiten, die wie die neugierigen Blicke einzelner Zuschauer sind, die auf das Geschehen auf der Bühne gucken. Also wir machen es nicht totale, halbtotale, nahe, also eine klassische Schnittfolge, sondern die kann sehr unkonventionell werden. Hoffentlich wird sie das. Plus, dass wir viele Bildfelder in unserem Screen haben werden. Manchmal sechs vielleicht, manchmal nur eins, manchmal zwei, sodass wir dann Informationen doppeln können, aufteilen können. Boah. So ungefähr ist die Idee.